Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des guten Buches, heute habe ich die große Freude, wieder mit Konstantin Sackers, seines Zeichens Wissenschaftsjournalist, zu sprechen. Und genau zu diesem Thema wollen wir uns auch heute unterhalten. Und im Anschluss wird Konstantin Sackers auch noch drei Bücher empfehlen. So wollen wir beginnen. Konstantin, was Hallo. ist eigentlich Wissenschaftsjournalismus? Lieber Thorsten, liebe Zuschauende und Hörende, Wissenschaftsjournalismus ist ein weiter Begriff. Es ist eine, man arbeitet an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und zwischen sogenannter Scientific Community und Journalismus. Das ist das, was ihr in der Zeitung normalerweise in den Rubriken Kultur oder eben Wissen findet. Seit circa 20 Jahren hat sich eigentlich in fast allen überregionalen Medien ein Ressort namens Wissen eingebürgert, um eben auch den Bereich des Feuilletons, des Kulturteils intensiver auszuleuchten, der nicht direkt unter die schönen, der nicht unter die schönen Künste, die sogenannten, fällt, also Literatur, Belletristik, Theater etc., alles eben alles Künstlerische, sondern der in den Bereich Wissenschaft fällt. Das heißt aber nicht nur, und darauf muss man im Deutschen ja hinweisen, das heißt, Wissenschaft heißt hier nicht nur Naturwissenschaft. Wissenschaft heißt Natur- und Geisteswissenschaft. Die Geisteswissenschaften werden gerne unter die Künste subsumiert, gehören aber nur bedingt zu ihnen. Warum? Weil auch sie mit einem bestimmten Exaktheitsbegriff und Neutralitätsbegriff operieren. Natürlich nicht mit dem der Naturwissenschaften, also in der Germanistik etc. oder in der Romanistik bestimmt man nicht die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Molekülen oder ähnliches, aber man versucht auch hier verlässliche sozusagen verlässliche Maßstäbe und verlässliche Deutungen abzuliefern. Und wie wir alle wissen, in einer Zeit der Factfulness, also der besonders auch gewünschten und erforderlichen Faktensensibilität und in einer Zeit der Fake Facts, die ja auch politische, ganz gewaltige politische Implikationen haben, ist es umso wichtiger, diesen Bereich eben auch professionell, also die Wissenschaft, die Natur- und Geisteswissenschaft professionell medial abzubilden. Das ist also nicht mehr nur ein Wurmfortsatz des Kulturteils, ja. Also meinetwegen, wir reden über Christian Thielemann in der Philharmonie und über den neuen Roman von Elena Ferrante und dann, ach, da ist noch ein Buch erschienen über Quantenphysik oder so, das machen wir auch noch, sondern wir reden über die Ukraine in ihrem historischen Prozess, in ihrer Nationwerdung. Wir reden über den Holocaust und was ihn einzigartig macht, etc. All das hat gewichtige politische Implikationen. Und das ist das, was eine Wissenschaftsjournalistin oder ein Wissenschaftsjournalist bedient. Wie bist du denn zu dem Bereich Wissenschaftsjournalismus gekommen? Das ergab sich relativ früh während meines Studiums. Ich habe Philosophie und Geschichte an der Freien Universität Berlin studiert und zeitgleich die ersten Praktika bei zum einen bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg und dann beim Tagesspiegel in Berlin absolviert, jeweils im Kulturteil. Und mir wurde schnell klar, dass ich sozusagen, und deswegen macht man ja so ein Praktikum, auch nicht nur Konsument, sondern auch Produzent von Nachrichten, von Kulturnachrichten sein will. Und da ich andererseits ja mich in den Fakultäten, an denen ich studierte, auch sehr bald zurechtfand und verwurzelt fühlte, weil ich eben auch auf Magister und nicht auf Lehramt studierte, also für mich auch klar war, mein Weg führt nicht danach ans Gymnasium oder an irgendeine Schulform, sondern mein Weg ist ein sozusagen offener, mit einem Magister oder Master oder heute Bachelorabschluss. Da diese beiden Komponenten zusammentrafen, ergab es sich fast zwangsläufig, dass ich die Interessen und Studienbegegnungen, die ich hatte mit ProfessorInnen und das journalistische Interesse, Arbeitsberufsinteresse verknüpfte. So.
So kam es also, dass ich relativ bald eben in meinem Fall Sachbücher aus der Geistes- und Sozialwissenschaft besprechen konnte, dass ich auch die Autoren solcher Bücher interviewen konnte, die Autoren, Autorinnen, und also nicht nur die Debatte sozusagen mitverfolgte und konsumierte und mir aus den Medien natürlich und der Fachliteratur eine Meinung bildete, sondern auch selber an der Meinungsbildung der LeserInnen mitarbeitete. Kannst du dich denn noch daran erinnern an deine erste wissenschaftliche Arbeit oder deinen ersten wissenschaftlichen Artikel? An meinen ersten wissenschaftsjournalistischen Artikel, verstehe ich richtig. Genau, ja. Ja. Ich würde es mal so machen. Ich habe meinen ersten großen Beitrag 2005. Ich weiß es noch ziemlich genau. Es war im Mai 2005. Warum im Mai? Nämlich zum 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges veröffentlicht. Das war ein halbstündiger Essay im Südwestrundfunk SWR 2 in der Sendung Die Aula. Das war aber insofern kein Wissenschaftsjournalismus, sondern schon richtige Wissenschaft, als das ein Essay-Format war für arrivierte oder auch in meinem Fall angehende WissenschaftlerInnen, die ihre selbstständig erarbeiteten Thesen einer sogenannten breiten Öffentlichkeit vorstellen wollen. Und da ich mich damals sowohl mit den Traditionen des philosophischen Nihilismus im 19. Jahrhundert beschäftigte, als auch sehr intensiv mit dem sogenannten Dritten Reich und der Persönlichkeit Adolf Hitlers, kam dabei eine Studie, eine essayistische, zu Hitler und der Negativitätsphilosophie im 18. und 19. und 20. Jahrhundert heraus. Das war mein erster, ja, man kann schon sagen, wissenschaftlicher Artikel. Meine ersten wissenschaftsjournalistischen Arbeiten, die dann meinen späteren Berufsweg vorzeichneten, die datieren von 2006 aus meiner Zeit beim Tagesspiegel. Das waren Interviews mit Ulrich Beck, der leider schon vor einigen Jahren verstorben ist, dem großen Soziologen, zum Strukturwandel zum Strukturwandel der Gesellschaft, der Arbeitsgesellschaft, der auch der Post-Arbeitsgesellschaft, der sogenannten. Das waren Interviews mit Paul Nolte, der damals sozusagen aufstrebende liberal-konservative Intellektuelle wurde. Auch ein Interview mit Götz Werner, dem, ich glaube, letztes Jahr verstorbenen Unternehmer und großen Proponenten eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und in diesen drei genannten Stücken, die jetzt nur einen Ausschnitt darstellen, ja, ging es eben darum, bestimmte Debattenstände im Gespräch mit emblematischen Autoren, Autorinnen der Öffentlichkeit, ja, ohne zu großen Komplexitätsverlust, aber eben auch in gefälliger und konsumierbarer Form zu präsentieren. Ich erinnere mich gerade noch darüber sprechen an einen mir sehr lieben Beitrag, und zwar eine Rezension der damals erschienenen Tagebücher Karl Schmitts, des Rechtsphilosophen und auch Kronjuristen des Dritten Reiches, muss man sagen, die er im Ersten Weltkrieg verfasst hat, und deren, ich glaube, erster Band damals Anfang 2006 erschien. Ich durfte das im Tagesspiegel besprechen als kleiner Praktikant. Und da das auch meine damaligen wissenschaftlichen Interessen berührte, also eben Negativismus, Nihilismus in der deutschen philosophischen Tradition, in der auch Carl Schmitt steht, und dann eben die Verschränkung zwischen dieser nihilistischen Philosophie hier und dem Privatleben eines ihrer Proponenten da, also Carl Schmitt, der junge, sich ungeliebt fühlende, von den Frauen sozusagen betrogene, so empfand er sich Carl Schmitt. Und dann eben das Politische, diese Dreigliederung, ja, Denken, Privatleben, Politik. Das alles kulminierte in dieser Biografie und diesen Tagebüchern. Und so war es für mich ein schönes Achievement, dazu eine Rezension schreiben zu können. Wenn du sagst, 2005 hast du deinen ersten wissenschaftlichen Artikel geschrieben, 2006 hast du deinen ersten wissenschaftsjournalistischen Artikel in dem Sinne geschrieben, und du hast ja jetzt auch einige Beispiele genannt. Ist bis heute ein Artikel dabei gewesen, wo du jetzt sagen würdest,
Das war mein bester, das war mein liebster und persönlich wichtigster Artikel, Beitrag. Die gibt es definitiv. Ich denke da an einen wieder eher wissenschaftlichen als wissenschaftsjournalistischen Beitrag, und zwar einen Essay zum Jahrestag des Attentats vom 20. Juli 1944. Diesmal nicht im Südwestrundfunk, sondern im Format Essay und Diskurs erschienen im Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Köln. Das war im Juli 2011. Da lag mein Studium schon 2 Jahre hinter mir. Ich war 28. Und wieder floss dort hinein eine damals über einige Jahre andauernde, intensivierte Beschäftigung mit dem deutschen Widerstand, auch gerade mit seinen konservativen, adelig-bürgerlichen Verästelungen, also Stauffenberg und die verschiedenen Gruppen, die sozusagen hinter Stauffenberg dann standen. Das war ja nicht nur ein Kreis, es war nicht nur der Kreisauer Kreis oder der Widerstand um Henning von Treskow, sondern eben ein ganzes Amalgam, das da am 20. Juli dann sozusagen vereint zur Tat schritt. Und das habe ich in Bezug gesetzt zu dem, was ich gelesen hatte über die wechselvolle Beziehung zwischen den deutschen Eliten und der Demokratie und der Republik, ja. Das ist interessant, dass wir heute darüber sprechen, an einem Tag, an dem eine Razzia bei den sogenannten Reichsbürgern stattgefunden hatte, und zu den verhafteten Personen offenbar auch Leute aus Personen aus ja, dem ehemaligen historischen Adel gehören. Das nur als kleine Fußnote. Also diesen Beitrag, die Verteidigung der Feigheit, nannte ich den damals etwas provokativ, die deutschen Eliten und der 20. Juli 1944, halte ich, also das ist ein historischer Beitrag im Deutschlandfunk, halte ich für einen meiner gelungensten und solidesten Beiträge aus der Wissenschaft. Ja. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht auch ein Stück weit zurückspringen, gibt es irgendwo einen Artikel, einen Beitrag aus dem Bereich des Wissenschaftsjournalismus, der dich am meisten beeindruckt hat? Sind mit Sicherheit sehr viele, aber vielleicht Es wird gibt ein. definitiv sehr viele. Ich habe neulich erst einen sehr eindrücklichen, weil nämlich sehr faktengesättigten, aber dann auch wiederum gut konsumierbaren längeren Artikel auf Riff Reporter gelesen, einem Online-Portal, das, wie ich finde, erfreulicherweise seine LeserInnen nicht zu einem Abonnement nötigt, sondern einen per Artikel bezahlen lässt, riffreporter.de, und dort einen Artikel des Buchautors, des naturwissenschaftlichen Sachbuchautors Christian Schwägerl gelesen. Christian Schwägerl, Grüße an dieser Stelle, über das Anthropozän. Schwägerl hat viel zum Anthropozän veröffentlicht, auch Bücher. Und in diesem Artikel fasst er den aktuellen Forschungsstand zum einen zur Bedrohungslage im Kontext des Klimawandels, aber eben auch zur Anthropozän-Debatte im Ganzen, auch zur Begriffsgeschichte und Forschungs- und Debattengeschichte des Anthropozäns sehr gut, sehr griffig zusammen. Ich habe darin, obwohl ich selber mit diesem Thema sehr vertraut bin durch die letzten Jahre, habe ich in diesem Artikel sehr viel gelernt. Und wenn ich also jetzt aktuell, und wir wollen ja auch aktuell irgendwie eine gewisse Aktualität haben, wenn ich jetzt aktuell etwas empfehlen sollte, dann definitiv diesen Beitrag von Christian Schwerger zum Anthropozän auf Riff Reporter. Ja. Wie sieht eigentlich dein beruflicher Alltag als Wissenschaftsjournalist aus? Mein beruflicher Alltag. Ich bin selbstständig tätig. Das heißt, dass ich mir in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen Stamm an Auftraggebern, an auftraggebenden Institutionen erarbeitet habe. Und meine Arbeit zerfällt grob in rezensentische, slash berichtende und in quasi eigenständig produzierende. Das ist dann meistens von der Form her essayistische Tätigkeit. Also bleiben wir beim ersten, rezensentisch. Das betrifft vor allem, aber nicht nur Bücher, und zwar in meinem Fall ganz überwiegend Sachbücher, also sogenannte Non-Fiction-Literatur. Ja.
Ich sage erstmal was zum Prozedere, zum Technischen, zum Beruflichen und dann zum Inhaltlichen. Das läuft so, dass man für die, dass ich für die Medien, bei denen ich quasi angeschrieben bin als Stammautor, jeweils zu den Hauptsaisons, das sind im Frühjahr und Herbst, ein Angebot mit mir wichtig und interessant erscheinenden Büchern schreibe an die für mich zuständigen Redaktionsmitglieder und aus diesem Angebot, das ich natürlich auch entsprechend sozusagen nochmal akzentuiere im Sinne von, welche Bücher mir besonders wichtig sind und welche eher sozusagen hinten rangieren. Und aus diesem Angebot wählt dann die Redaktion, teilt mit der Redaktion einiges zu. Und das eben macht nicht nur eine Redaktion, sondern mehrere, die, für die ich da tätig bin. Das geschieht, wie ich schon sagte, vor allem zu den Hauptsaisons Frühjahr und Herbst. Warum? Weil das im Buch, im Verlagswesen eigentlich weltweit, zumindest in Europa, die beiden, die Saisons sind, in denen die meisten Titel summarisch ausgespielt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die beiden großen Buchmessen, die Leipziger und die Frankfurter, jeweils im Frühjahr bzw. im Herbst stattfinden. Und im Vorfeld, im Umfeld dieser Buchmessetermine kommen die größten Schwünge an neuen Büchern heraus. Aber es werden natürlich fortwährend Sachbücher und Romane produziert. Auch Romane bespreche ich ab und zu, aber eher selten. Und das heißt, abgesehen von diesen beiden großen Angeboten, die ich da im Jahr schreibe, sichte ich, und jetzt kommen wir schon eben auch ins sozusagen ins Inhaltliche, sichte ich fortwährend die Buchproduktion und schreibe auch dann immer wieder kleinere Angebote. So, das ist das Rezensentische, und zwar für den Buchmarkt. Da ich nicht nur wissenschaftsjournalistisch, sondern auch ganz klassisch kulturjournalistisch tätig bin, gehe ich auch in Kinos und schaue mir in der Regel im Rahmen von Pressevorführungen demnächst erscheinende Filme an. Das ist also ja, eins der sozusagen Privilegien, die man in diesem Beruf hat, dass man Filme eben auch schon im Vorfeld sieht. Letzte Woche war ich in Tar, wenn ich das kurz erzählen darf, dem erst im nächsten Frühjahr in Deutschland erscheinenden Film über die fiktive deutsch-amerikanische Dirigentin Lydia Tarr, gespielt von Cate Blanchett. So viel kann ich sagen. In Amerika ist der Film schon draußen, deswegen darf ich ein bisschen was verraten. Es ist sehr eindrücklich gespielt. Es ist also eine Paraderolle für Cate Blanchett. Der Film dauert 2,5 Stunden, was mich, als ich die Einladung zur Vorführung bekam, erstmal abschreckte. Weil das eben auch heißt, 2,5 Stunden lang Konzentration, 2,5 Stunden nicht aufs Handy schauen, aber es war keine Minute lang langweilig, es war wirklich gutes Storytelling, sehr expressives Spiel. So, das heißt, auch hier stehe ich oder steht man dann auf der Liste einiger Agenturen, die Pressearbeit für die großen Filmstudios übernehmen, ja. Und die schreiben dann mich und weitere Kolleginnen an und sagen, hier nächste Woche die Fortsetzung von Avatar, The Way of Waters heißt, glaube ich, jetzt Teil 2. Das kannst du dir anschauen im Cinemax da und da oder im Sinister. So. Auch das bediene ich. Auch da selektiere ich, weil natürlich zum einen, weil ich nicht alles anschauen kann, B, weil ich nicht alles unterbringen kann, und C, weil mich auch nicht alles interessiert. Das führt uns auch zu einem großen Benefit der Arbeit, dass man relativ frei ist in seiner Themenwahl und in seiner Akzentsetzung. Was vielleicht auch ein Unterschied ist oder ein gewichtiger Unterschied zur Angestellten-Tätigkeit, in der man eben auch, ja, ich will nicht sagen gezwungen ist, aber verpflichtet ist, auch Dinge zu machen, die einen vielleicht gar nicht interessieren oder die man vielleicht auch nicht gut findet. Ja, wenn ich als selbstständiger Wissenschaftsjournalist sage, Peter Handke, der jetzt gerade 80. Geburtstag hat, interessiert mich nicht, oder ich habe von ihm irgendwie nur wenig gelesen, oder ich bin politisch nicht on his page, dann brauche ich auch nichts zu ihm zu machen. Anderes Gegenbeispiel, nächste Woche, beziehungsweise am 17. Dezember dieses Jahres, liegt der 30. Todestag des Philosophen Günther Anders. Und auf den
werden wir am Ende unseres kleinen Podcasts dann noch zu sprechen kommen im Rahmen einer kleinen Buchempfehlung. Und da ich mich sehr intensiv mit Günter Anders auseinandergesetzt habe, mit seiner Philosophie, zahlreiche Werke von ihm gelesen habe, werde ich dazu auch einiges publizistisch machen, wofür ich mich entsprechend auch sozusagen in Stellung gebracht habe. Wie gesagt, wofür ich mich in Stellung bringe und in welchem Format, das entscheide weitgehend ich in eigener Souveränität. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage, lieber Thorsten. Also wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ich habe also meine im Vorfeld sozusagen im jeweiligen meine Workload sozusagen geplant an Rezensionen, an Büchern, die ich also lesen muss, an Filmen, die ich schauen muss, an vielleicht auch Konzerten, die ich besuche. Dort gehe ich hin, die Bücher lese ich arbeite mich ein in die Themen und liefere dann Besprechungen ab. Das andere ist das Eigenständige, also das Essayistische, worüber wir schon ein paar Mal sprachen, also diese auch dann teils längeren Stücke. Sie mögen jetzt erscheinen im Radio oder in der Zeitung. Ich habe in der Neuen Zürcher Zeitung zuletzt einige dann als Gastkommentare laufende Stücke publiziert. Das sind dann immer Früchte der eigenen Beschäftigung, die ich entsprechend dann in eine journalistisch verwertbare Form gieße. Also das heißt, auch hier will ich oder will man eigentlich, ich glaube, man kann das so sagen, so viel Komplexität wie möglich bewahren, ja, aber es muss eben auch geeignet sein, 100 oder 200.000 LeserInnen oder seien es auch 50.000, whatever, bei der Stange zu halten. Ja, also wir haben es nicht nur mit Kollegen, Kolleginnen wie dir zu tun, wir haben es nicht nur mit Experten oder Professoren zu tun, sondern eben auch mit den sogenannten interessierten Laien. Auch die wollen wir ansprechen. So, in dem Bereich, das noch in diesen eigenständigen Bereich gehören auch tagesaktuelle Kommentare. In der vergangenen Woche habe ich im Deutschlandfunk Kultur kommentiert zu einem Thema, ja, das ist ein tägliches Format, in dem ich dort kommentiere und deswegen muss dort auch in der Regel ein relativ aktueller Bezug gegeben sein. Diesmal ging es um Katastrophenvorhersagen, also Kontext letzte Generation, Klimawandel, aber auch andere, also politische Krisen. Ja, Ukraine-Krieg, wo führt das alles hin? Stehen wir möglicherweise vor einem Atomkrieg durch Putin ausgelöst, etc.? Diese Dinge habe ich da behandelt. Ja, all das, andersherum, diese Sachen, diese eigenständigen Sachen, die plane ich eher kurzfristig oder mittelfristig, weil sie eben auch an Tagesaktualität orientiert sind und weil sie quasi meinem eigenen Gutdünken entspringen. Ja, das andere, das Berichterstattende, das Wissenschaftsjournalistische im engeren Sinne, das ist sozusagen kalendarisch und programmatisch eingefasst. Also wenn ich jetzt in diesem Augenblick, jetzt im Dezember, die Information bekomme, dass zum Beispiel jetzt mit dem Film Tar, dass im März dieser Film in die Kinos kommt, dann habe ich da einen Vorlauf von 3 Monaten und entsprechend Zeit auch zu gucken, wem biete ich das an, in welcher Form, wird es eine kurze Rezension, wird es ein Rezensionsessay etc. Und entsprechend bereite ich mich vor und arbeite dann die Sachen ab. Und für all diejenigen, die jetzt zuschauen, die sich dann vermutlich, mag man ja auch so sehen, sich für Wissenschaftsjournalismus interessieren, hast du für diejenigen Ratschläge und würdest du sagen, es ist ein Traumjob? Ich beginne mal mit dem zweiten. Es ist also, ich würde sagen, tendenziell kann jeder Job ein Traumjob sein. Das klingt jetzt so ein bisschen wie aus einem, keine Ahnung, aus einer Boulevardzeitschrift. Aber ja, also es ist definitiv ein Job, in dem ich mich gut aufgehoben fühle, in dem ich auch ausreichend oder genügend Akzeptanz erfahre, was, denke ich, ja, nicht für jedermann wichtig ist, aber was gerade in einem öffentlichkeitsgerichteten Job schon wichtig ist, denn ich trete ja in Erscheinung öffentlich als mit meinem Autorennamen, mit meiner Person. Und das heißt, natürlich möchte ich wahrgenommen werden. Und natürlich möchte ich aber auch richtig wahrgenommen werden. Es gibt beide konträre Fälle. Es gibt den Fall, dass man mich gar nicht kennt. Das ist auch natürlich kein Wunder, weil ich jetzt nicht den Namen habe, den eben die großen Buchautoren haben.
und den vielleicht auch gar nicht haben will. Und es gibt Menschen, die mich kennen, aber die eine dezidiert schlechte Meinung von mir haben und das vielleicht auch in sozialen Medien, auf Twitter zum Beispiel, kundtun. Mit diesen beiden Gefährdungen, denen des nicht, denen der des ignoriert Werdens und der des diffamiert auch Werdens, muss ich klarkommen. Aber vom Arbeitsumfeld her, von der Souveränität her im sogenannten Zeitmanagement und insbesondere hinsichtlich dessen, dass ich meine eigenen intellektuellen und künstlerischen Interessen zum Beruf machen kann, ist das definitiv ein Traumjob. Das kann ich ohne Überheblichkeit sagen. Ich weiß, wie ich neulich mit einem sehr guten Freund, der als Arzt praktiziert und da auch natürlich in einer erfolgreichen Praxis arbeitet und insofern keine Probleme hat, wie ich ihm, als er mich fragte, was ich, es war ein Wochentag, Dienstag oder so, heute vor hätte, antwortete, ja, ich sei im Begriff, ins Kino zu gehen, in irgendeine Pressevorführung in Berlin. Und er sagte, du Mensch, hast es gut, du gehst ins Kino am Dienstag um 12 Uhr. Ich habe gerade meinen 20. Patienten oder so in der Sprechstunde. So. Also insofern ist das ein Traumjob. Möchtest du die erste Frage nochmals wieder? Achso, welche Tipps oder Ratschläge ich hätte? Genau. Ja, also man kann sich ja vorstellen, Journalismus, das ist war immer ein relativ begehrter Beruf, eben sicherlich auch wegen der Vorteile, die ich gerade genannt habe, wegen des Arbeitsumfelds und so weiter. Begehrt heißt, dass man sich hier leicht auf die Füße tritt, dass man sich leicht ins Gehege kommt. Das ist ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und die sozusagen die begehrten sogenannten Fleischtöpfe, also die Ertrag, die profitablen Auftragschancen und Jobchancen, ob wir jetzt von Festanstellungen reden oder eben, wie in meinem Fall, von einer freien Beschäftigung, einer selbstständigen Tätigkeit. Die großen Ertragschancen sind rar gesät. Das heißt, kümmert euch früh genug darum, einen guten Autorenstamm, einen guten Auftraggeberstamm, Klientenstamm aufzubauen und lasst euch nicht entmutigen. Das ist natürlich eine Phrase aus dem Phrasenbingo, aber ja, lasst euch nicht entmutigen durch Diffamation und auch nicht durch ignoriert werden, denn das kann jedem passieren. Also es gibt Gelehrte von hohen Graden, die jedes Jahr aber so kommt, einen Bestseller veröffentlichen, die meine Nachbarin trotzdem nicht kennt. Ja, wenn ich über das Anthropozän als Beispiel jetzt kommentiere, dann muss ich einfach in Rechnung stellen, dass von 80 Millionen Einwohnern in Deutschland wahrscheinlich 70 Millionen den Begriff noch nie gehört haben oder gehört, aber vergessen haben. Tendenziell eher mehr. So, all das. Das heißt, ja, freut euch des Ruhms, freut euch des Fames, seid fleißig, seid auch am Anfang nicht zu wählerisch. Das kann man sich naturgemäß, wenn überhaupt, erst dann leisten, wenn man schon genügend Aufträge gesammelt hat und Auftraggeber hat, die einen beschäftigen. Aber zieht euch auch immer wieder quasi in die Schreibstube zurück und seid auch sozusagen, genießt die Freiheit draußen, auf die Veranstaltungen zu gehen, Interviews zu führen, auch Interviews zu geben, so wie ich jetzt und so weiter, eure Namen in der FAZ oder wo auch immer zu lesen, aber vergesst nie, dass ihr einsame Gelehrte, Gelehrtinnen seid in der Schreibstube, die Bücher lesen, die sich einen Film screenen und sich darüber ihre eigenen Gedanken machen und als gäbe es den ganzen Ruhm und das Geld und so weiter nicht. Ja? Versucht euch sozusagen in dieser Einsiedlerhaltung vor allem zu Hause zu fühlen. Und nehmt das andere nur als schönen Benefit, aber mehr auch nicht. Konstantin. Ja. Dann wollen wir noch mal auf die Bücher zukommen. Lieber Thorsten, da es sich um einen Podcast der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft handelt. Genau. Sehr lieben WBG Darmstadt, ich muss das als kleine Anekdote reinbringen. jetzt habe ich natürlich seit Jahren schon vor allem meine Eigenschaft als Wissenschaftsjournalist zu tun mit euch, mit dem Verlag und mich da auch sehr gut betreut. Das ist eine ganz wichtige Sache mit den Presseabteilungen. Das sind unsere ersten Ansprechpartner bei den Verlagen und auch bei den anderen Kulturinstitutionen. Da es sich also um die WBG handelt, habe ich ein Buch ausgesucht, das bei der Urunder WBG erschienen ist. Christoph Altweiler, Anthropologie im Anthropozän. Professor Christoph Altweiler ist Hochschullehrer für Ethnologie, Ethnologe, Geograf und auch Geologe
Und dieses sehr umfangreiche Buch, Theoriebausteine fürs 21. Jahrhundert, überschreitet die Grenze der Naturwissenschaft und streckt die Fühler aus in die, ja, Sozialwissenschaft, nicht wahr? Es geht also auch um Anthropologie, heißt eben, Anthropologie ist eine sozialwissenschaftliche Disziplin. Und worum geht es dabei? Darum, wie wir zum Anthropozän, das heißt zur technifizierten und von der Erde nochmals ein Stück weiter entfremdeten Lebensweise, in der wir nun drinstecken, wie wir dazu ein gesundes Verhältnis finden. Also Antweiler ist sich bewusst um die klimawandlerischen Folgen, um das Risiko, in dem wir leben, das Risiko einer Klimakatastrophe, davon ab, unabhängig oder nicht davon unabhängig, sondern in diesem Kontext aber versucht er auszurollen, wie wir überhaupt einerseits, wie wir unser Leben umstellen müssen, also Dekarbonisierung, Defossilisierung, neue Bauweise, nicht mehr diese gigantomane Bauweise aus Glas und Zement, aber andererseits eben auch, wie wir unseren Standort bestimmen, ohne verrückt zu werden an dieser technischen Hyperrealität, in der wir jetzt leben. So. Christoph Arntweiler, Anthropologie im Anthropozän. Das Buch hat 656 Seiten, einige Abbildungen, auch Diagramme, Karten, Diagramme, glaube ich, auf jeden Fall. 656 Seiten kostet 98 Euro und für WBG-Mitglieder gibt es einen Rabatt, da kostet es nur 78,40 Euro, wenn ich mich nicht irre. Das war Nummer eins. Jetzt komme ich zu einem, und dieses Buch der Arntweiler, es ist zwar dick, aber es ist auch so geschrieben. Es ist sehr informativ. Man lernt sehr viel darüber, was heißt Anthropozän, was ist Erdgeschichte, was sind die Parameter, also wie hat sich sozusagen einfach unser Verhältnis zur Erde, unser technisches verändert in den letzten 200 Jahren, Dampfmaschine, industrielle Produktion, Flugzeuge und so weiter. All das steht da drin. Sehr gut lesbar. Hier, das quasi am anderen Ende der Skala, ein philosophisches Buch bei einem feinen kleinen Fachverlag, dem Merve Verlag erschienen. Daniel Falb, Geospekulationen, Metaphysik für die Erde im Anthropozän. Das ist, wie man schon merkt am Titel, ein philosophisches Buch. Das ist durchaus schwere Kost, die man aber bewältigen kann, wenn man grundsätzlich sich für Philosophie interessiert, vielleicht auch schon einiges, also einige Grundpositionen der Philosophie kennt. Erkenntnistheorie. Es kann nicht schaden, sich mal mit Immanuel Kant beschäftigt zu haben oder auch mit Hegel, vielleicht auch mit der Geschichtsphilosophie nach Marx. Das kann nicht schaden. Und natürlich auch Interesse zu haben, das ist der Link hierzu zum anderen Buch, Interesse an der Anthropozän-Debatte zu haben. Denn wie es aus dem Titel hervorgeht, es geht darum, wie ist jetzt abgesehen von allem konkreten, pragmatischen, politischen. Also wir haben die Erderwärmung, wir haben diese eskalative Erderwärmung. Wie viel Grad über dem vorindustriellen Niveau werden wir landen im Jahr 2100? Was müssen wir tun, um das zu verhindern? Pariser Abkommen 2015. Das ist das ganze Pragmatische. Aber Daniel Falb, promovierter Philosoph, übrigens auch mit belletristischen Veröffentlichungen in Erscheinung getreten, Gedichten und Romanen. Daniel Falb fragt, wie ist eigentlich unsere Positionalität in der Welt als Menschen? Gibt es überhaupt etwas, tangiert uns als Individuen, dich und mich und uns Zuschauer, überhaupt etwas jenseits der Grenze unseres Lebens, unserer Biografie? Und das fragt er natürlich in Bezug auf den Einzelnen, aber auch in Bezug auf die Gattung Mensch. Gibt es überhaupt so etwas wie Katastrophe, wie einen Abbruch, einen radikalen Abschnitt, wenn unser Leben sowieso, und jetzt verkürze ich ganz arg, existenziell vorgeprägt ist? Das heißt, wir schwimmen in einer sozusagen einer plasmatischen Zeitlichkeit, die wir, egal ob sich das Klima jetzt erwärmt oder nicht, egal ob wir aussterben werden oder nicht, die wir sowieso nicht sozusagen von einem höheren Standpunkt aus in der Hand haben, sondern wir schwimmen in unserer Existenz. Also ein nicht leicht zu verdauendes, aber sehr erkenntnisreiches und in meinen Augen sehr lesenswertes Buch. Daniel Falb, Geospekulationen, erschienen bei Merve. Das Buch, lass mich nachschauen, bitte. Das Buch hat 344 Seiten und kostet 22 Euro. Kommen wir zum letzten in aller Kürze. Ein absoluter Liebling. Genauso wie die beiden anderen Bücher
in diesem Jahr erschienen, Günther Anders, Die Totenpost. Es handelt sich um 33 nachgelassene Elegien, von denen einige wenige bereits online, aber unediert veröffentlicht wurden. Ein gewichtiger Teil aber noch gar nicht in der Öffentlichkeit war. Das heißt, wir haben es hier mit einer Erstveröffentlichung zu tun. Günther Anders, der große Philosoph der Technikkritik 1902 bis 1992 und der Herausgeber Dr. Alexander Knopf, lehrt an der Universität Kopenhagen, hat mit ganz viel feiner Arbeit, ganz fein ziseliert, diese 33 Elegien aus dem Nachlass von Günther Anders, der vor 30 Jahren starb, in Wien, herausgegeben, bearbeitet, kommentiert, ein umfassendes Nachwort geschrieben. Das Buch ist erschienen bei Wallstein, Göttingen, kostet auch 22 Euro. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches mit dem Preis. Bitte recherchiert das nochmal nach. Kostet 22 Euro, hat 208 Seiten. Günther Anders, Die Totenpost, Elegien aus dem Nachlass. Daniel Falb, Geospekulationen mit der Physik für die Erde im Anthropozän. Und schließlich Christoph Antweiler, Anthropologie im Anthropozän. Alle drei Bücher erschienen in den letzten Monaten und also aktuell und mit Relevanz, mit gesellschaftspolitischer Relevanz, Anthropozän. Wie geht die Reise weiter, unsere Menschheitsreise, aber eben auch hier etwas belletristisches Gedichte. Auf einem Niveau mit Rilke, mit Baudelaire, sehr schöne symbolistische Lyrik, sehr melancholisch, sehr zu empfehlen. Lieber Konstantin, ich danke dir vielmals für das Gespräch, für die Empfehlungen. Sehr gerne, lieber Thorsten. Und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend und alles Gute. Dir auch. Frohe Weihnachten. Tschüss. Ebenfalls. Tschüss.